Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Aus dem Hirsch in Finningen. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, auch heute Abend Auf ein Bier mit. Guten Abend, vielen Dank, schön, dass Sie hier sind. Es gibt Gäste, die muss man überhaupt nicht vorstellen. Heute ist es soweit. Heute haben wir nämlich den Eishockeyspieler des Jahrhunderts bei uns zu Gast. Und ich freue mich sehr, Erich Kühnhackl. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ist es der Sportler in Ihnen, der sagt, Sie müssen Wasser trinken oder woran liegt's? Nein, das ist von früher her. Ich habe früher schon Bier getrunken oder auch andere Sachen. Aber wir sind 1970 mit dem EV Landshut zum ersten Mal Deutscher Meister geworden. Und wir waren dann anschließend ziemlich viel unterwegs. Und dass ich nach der Meisterfeier eine Woche lang krank war. Und ich gewusst habe, wie kam ich nach Hause? War es die richtige Frau? War es die falsche Frau? Und da habe ich gedacht, nee, Erich, das war zum ersten Mal und zum letzten Mal. Seit jetzt hatte ich kein Alkohol mehr. War es die richtige Frau? Das war es, das hat gestimmt, ja. Okay, immerhin, da sind wir heute Abend sehr beruhigt. Wie klingt es in Ihren Ohren, Eishockeyspieler des Jahrhunderts? Ja, also es ist wahrscheinlich für jeden Sportler, der einen Sport betreibt und dann ihm diese Ehre zuteilkommt, natürlich wahnsinnig, weil spielen so und so viele eisige Spiele über 100 Jahre und da kann ich Ihnen welche aufzählen, wo ich meine, die hätten das genauso verdient. Aber Sie waren schon ein ganz besonderer Kleiderschrank auf Kufen, wie man sie immer genannt hat. Welche Erinnerungen haben Sie, wenn wir beispielsweise über 1976 und die Olympischen Spiele sprechen? Ja, ich meine, im Vorfeld vor einer Olympiade gibt es immer eine Vorbereitung. Und die Vorbereitung damals mit dem Xaver Unsinn, die lief also alles andere als optimal. Und jeder hat uns irgendwo so hingestempelt, ja, die müssen ja gar nicht hinfahren, die sind ja so schlecht. Und glaube ich, gerade das war dann die Motivation für jeden Spieler von uns. Und die Mannschaft hatte schon damals immer einen guten Charakter. Und das hat sich dann so von Spiel zu Spiel hochgeschaukelt und jeder ist über sich hinausgewachsen und man hat natürlich auch das Quäntchen Glück gehabt, das man dann braucht, um ganz, ganz vorne mitzuspielen. Und es hat sich dann auf alle Fälle gelohnt, diese Anstrengung. Kann man so sagen. Wir kommen nochmal darauf zu sprechen, auf 76, auf die Olympischen Spiele, aber wir wollen erstmal den Bogen schlagen nach 2018. Wie hat Erich Kühnhackl reagiert, als Deutschland ins Halbfinale bei den Olympischen Winterspielen kam? Ja, ich meine, ich bin ja relativ viel unterwegs in der Liga und kenne auch die Spieler gut und weiß, dass der Markus Sturm ein ganz hervorragender Trainer ist, der auch auf die Mischung aufpasst. Vielleicht nimmt er nicht den besten Spieler mit, aber der für die Mannschaft am besten ist. Und er hat eine unglaublich gute Mannschaft aufgestellt und diese Mannschaft, ich meine, man kann es schlecht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, das ist was ganz was Besonderes. Da ist jeder Spieler heiß wie nun mal was. Also da brauchst du keinen Trainer, da brauchst du keinen Psychologen oder sonst was. Du bist heiß darauf, für dein Land zu spielen. Und und die Mannschaft hat sich sukzessive hochgeschaukelt und es hat dann auch gepasst. Jetzt weiß ich noch nicht, wie Sie reagiert haben, als es soweit war. Ja, ich war natürlich... Standen Sie auf der Couch, haben Sie gejubelt? Was ist passiert? Ja, ich habe die Spiele vorher schon immer mit Freunden oder Bekannten angeschaut und beim letzten Spiel dann war also der ganze Mattes Deutschweg, wo ich wohne, war dann bei uns zu Hause und wir haben dann geschaut und eigentlich nach dem 3-2 haben wir schon gedacht, ich bin nämlich ein ganz vorsichtiger Mensch, also bei mir muss nach 16 Minuten, wenn ich dann gewonnen habe, dann weiß ich, ja, jetzt ist die Uhr abgelaufen, jetzt kann keiner mehr was tun. Und ich habe immer so diese, habe ich gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist 3-2 und dann bekommen ja die Russen noch Strafe und haben gedacht, na jetzt könnte es eigentlich hinhauen und so weiter. Und das habe ich gar nicht mal gedacht gehabt,
Und schon ist es passiert. Und dann war ich eigentlich, ja, ich habe letzte gedacht, Minute. Ja, und dann haben wir gedacht, na, vielleicht in der Verlängerung dann, dass die Mannschaft ja, sich da wieder rausholt. Aber dieser Nackenschlag, wenn man selber mal Sport betrieben hat und man ist kurz vor einer Goldmedaille für eine deutsche Mannschaft, das ist ja ein Jahrhundertereignis. Und dann bekommst du so ein dummes Tor noch in Überzahl. Und das muss natürlich erst verarbeiten. Und das Quäntchen Glück hat dann in Endkonsequenz gefehlt. Aber für mich persönlich ist diese Silbermedaille, das ist für mich Gold. Jetzt haben Sie vom Finale gesprochen. Ich hatte deswegen nach dem Halbfinale gefragt, weil da Deutschland noch gewonnen hat und ich dann so das Bild haben wollte, wie Sie möglicherweise zu Hause die Wohnung auseinandergenommen haben vor Freude. Ich trinke keinen Alkohol, das ist ja nicht richtig auseinander. Ich habe keine Frau, ich darf. Aber sind Sie so ein emotionaler heute noch, wenn Sie Eishockey schauen, jetzt beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen? Ja. Also ich bin, das habe ich nie verborgen, weil es ist von mir eine Leidenschaft, der Sport generell und der Eishockeysport. Und wenn ich dann ja, am Fernseher sitze oder mir ein Spiel anschaue oder ja, auch im Nachwuchs, bin ich, wie wenn ich selbst dabei wäre. Das ist in mir drin. Da will ich auch nicht dagegen ankämpfen. Das ist eine Tatsache. Mit Tatsachen muss man sich abfinden. Ist das, was wir jetzt erlebt haben bei diesen Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, ist das vergleichbar mit dem, was Sie 76 in Innsbruck erlebt haben? Weil auch jetzt war es ja so, dass man dieser deutschen Mannschaft recht wenig zugetraut hat. Und die hat sich von einer Runde in die nächste, in die nächste. Ist das vergleichbar mit der Zeit damals? Das ist schwer zu sagen, weil, ja, weil in der damaligen Zeit in unserer Mannschaft war ja die Hälfte mindestens Amateure. Und die ganze Liga war was anderes. Und wenn man sich jetzt die Liga anschaut, da spielen ja wirklich in jeder Mannschaft, in der deutschen Eishockey-Liga, sind Profis. Die trainieren so, die spielen so, die haben eine Einstellung, die haben einen Zutritt. Und das die ganze Saison hinweg, weil es ihr Beruf ist. Und von daher ist natürlich, ja, der Leistungsstandard unglaublich hoch. Und von daher, und deutsche Spieler gelten ja als das sind welche, die immer kämpfen, bis zur letzten Sekunde. Sie geben nie auf. Und die Chance, die man ihnen gibt, die will sie auch nutzen. Und unsere Mannschaft hat das auch dann eben gezeigt, dass sie diese Einstellung hat. Die ist leider halt nicht belohnt worden mit der Goldmedaille, aber wie ich vorher schon gesagt habe, für mich ist eine Silbermedaille bei Olympischen Spielen, das ist wie Gold. Zumal ja wirklich keiner damit gerechnet hat. Also insofern, ich glaube, da hatten alle Gänsehaut und haben sich alle entsprechend gefreut, als es soweit war und Deutschland dann diese Silbermedaille gewonnen hat. Inwiefern schauen Sie als einer drauf, der 76 auch sehr erfolgreich war? Bronze gab es damals für Sie. Jetzt gab es Silber. Schmälert das dann die eigene Leistung so rückblickend? Nein, also ich gehöre nicht zu denjenigen, denen niemand was gönnt. Im Gegenteil, sondern ich habe das unglaublich toll gefunden, dass im deutschen Eishockey seit einigen Jahren eine unglaublich gute Entwicklung da ist. Man gibt den jungen Spielern unglaublich viel mehr Möglichkeiten wie früher. Sie können spielen, sie können sich weiterentwickeln. Und es hilft ja auch dem Eishockey in Deutschland. Und die Liga ist absolut top. Und die Spieler ja, gehen durch eine harte Schule. Mhm. Und eine harte Schule hat noch niemanden geschadet. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass auch in der Zukunft in der Nationalmannschaft Spieler sein werden, die das Land positiv vertreten werden. Merken Sie das, wie ruhig es hier ist? Das haben wir selten in so einer Sendung. Die kleben Ihnen hier offenbar alle an den Lippen. Das liegt daran, dass Sie das so leben, dass Sie das so verkörpern, diesen Eishockeysport. Wie ist es für jemanden, der das so lebt, der da so dahinter steht, dass Eishockey in Deutschland nicht den Stellenwert hat, wie beispielsweise Fußball und die Eishockey-Fans immer zu den Olympischen Winterspielen mit Mal zu Mal mehr werden und dann plötzlich aber auch wieder weniger? Wie ist das für Sie? Ja, das ist halt eine Tatsache. Wenn ich meine, ich muss mich wieder selber aufbauen, dann fahre ich nach München am Flughafen, setze mich ins nächste Flugzeug, fliege zu meinem Sohn nach Pittsburgh und schaue dazu. NHL. Und nach 14 Tagen bin ich wieder zurück und bin wieder der gleiche wie vorher. Noch mehr motiviert wie vorher. Was ist an Eishockey besser als an Fußball? Alles. Können wir so stehen lassen.
Ja, ich meine, man kann die Sportarten nicht vergleichen, weil ich kenne unglaublich viele Fußballer und weiß, dass die natürlich jetzt, wenn sie ganz, ganz vorne mitspielen, in der Woche 3 bis 4 Spiele haben und das Niveau ist auch unglaublich. Und beim Eishockey ist es momentan fast genauso. Die Jungs haben ja auch in der Woche 2, 3, 4 Spiele und müssen ihren Mann stehen. Und ich finde, die Entwicklung im Fußball ist genial in Deutschland. Mhm. Aber ich finde auch, die Entwicklung im Eishockey ist gegenüber den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig nach vorne gegangen. Was macht die Faszination für Sie im Eishockey aus? Faszination. Ist es das Tempo? Ist es die Brutalität? Ich würde nicht mal sagen, die Brutalität, aber diese Schnelligkeit, diese Aggressivität, dieses Zweikampfverhalten. Und was mir immer unglaublich viel geholfen war, die Tatsache, weil du bist der Teil von einer Mannschaft. Du bist der Teil von einem Fünferblock oder du bist der Teil, wenn deine Mannschaft 2 Strafen hat, mit 3 Mann auf dem Eis. Und dieses Gefühl, dass neben dir, vor dir, hinter dir immer noch einer steht, der dir hilft. Und das merkst du jede Situation, ob das nun beim Training ist oder beim Aufwärmen oder beim Spiel, merkst du das. Das sind Teamspieler und Team ist was Unglaubliches, was dir selber helfen kann. Aber für das Team kannst du auch unglaublich viel machen. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Brutalität möchten Sie nicht sagen, aber es ist doch schon ein Sport, da geht's schon zur Sache. Ja, also wenn wir zwei jetzt in die Ecke fahren, dann ist es für dich brutal, ja. Ich möchte kurz eine kleine Geschichte von vor der Sendung erzählen. Da habe ich gesagt, fühlen Sie sich wohl? Er hat gesagt, bisher schon noch, weil du tust mir ja nichts. Und wenn du mir was tust, dann wird es schwierig für dich oder so ähnlich. Ja, ja. Aber ist schon so, oder? Also ich meine, Sie haben ja auch das ein oder andere Mal Erfahrungen gemacht während Ihrer Karriere mit der Brutalität des Sportes. Ja, aufgrund der Tatsache, weil es halt so schnell ist. Und, aber die Spieler in der heutigen Zeit, auch früher, die sind so erzogen worden. Du siehst ganz selten einen Check. Du darfst dann nur checken, wenn du ihm entweder in die Augen siehst oder vor der Seite, dass der dich sieht. Von hinten gegen die Bande, sowas macht man nicht. Und wenn es einmal passiert, dann gibt es ganz brutale Strafen. Also man weiß, dass das Eishockey eine unglaublich körperbetonte Sportart ist. Man weiß, dass die Entwicklung grandios ist. Die Schnelligkeit, die Aggressivität, der Zutritt, die Einstellung, all die Dinge. Die Spieler wissen das. Aber die Spieler, die tolerieren das auch, dass sie sich gegenseitig wirklich das Ansehen schenken. Weil ihr will zwar gewinnen, aber es gibt irgendwo eine Grenze. Weil wenn wir jetzt beide in die Ecke fahren und du siehst den Zweikampf nicht, kannst du ja nicht wehren. Und das ist in meinen Augen ja, das ist unsportlich, das sollte man nicht machen. Wenn du natürlich in die Ecke fährst und du meinst, du musst mich anschauen, dann ist es passiert. Ich traue mich gar nicht mehr, Sie anzuschauen. Magst du dich wer anders hier hinsetzen? Ist okay für dich. Warum ist Eishockey brutaler als Fußball zum Beispiel? Da geht es ja auch um was beim Fußball. Ja, aber ich meine, Fußball ist finde ich, auch eine ganz tolle Sportart. Aber Eishockey ist aufgrund der Tatsache, weil es viel, viel schneller ist. Weil es den Zweikampf erlaubt. Du kannst ja jemanden checken. Korrekt aber. Im Fußball ist es ja nicht erlaubt. Im Fußball, wenn du, sage mal, an einem schnell vorbeiläufst, dann kannst du schon eine Strafe bekommen. Oder ist schon ein Freistoß oder was. Also übertrieben gesagt. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von schnell an jemandem vorbeilaufen. Ich merke das. Und aufgrund der Tatsache, weil die Sportart so schnell ist und so aggressiv und es ja auch erlaubt ist im Regelwerk, kann man die beiden Sportarten also ganz, ganz schwer vergleichen. Wie kam der junge Erich Kühnhackl zum Eishockey? Um Gottes Willen. Das ist schon ewig lang. Soll ich mir ein Stück Käse so lang nehmen? Oder? Ja. Dauert ja wahrscheinlich ein bisschen bis jetzt. Ja, also... Ich bin ja
Ich bin ja in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Mhm. Bin meinen Eltern 1968 ausgewandert und habe also das Eishockeyspielen in der damaligen Tschechoslowakei erlernt. Und in der Schule gab es Schulsport und Schulsport war natürlich Eishockey. Und, tatsächlich? Ja, Schulsport ist in der Tschechei ist, oder in der Slowakei ist, okay, ist Schulsport. Und jedes Jahr haben diese Schulen, all die Schulen hatten eine Mannschaft und die haben dann große Turniere gespielt. Und bei den Turnieren ist unsere kleine Schule, wo ich zur Schule ging, die kam damals bis ins Finale. Und wie wir im Finale gespielt haben, das war eigentlich unglaublich lustig, weil wir hatten einen Torwart, der konnte die Schlittschuhe laufen. Gut, ist am Ende ist es nicht so wichtig. Ja, für den Torwart nicht so. Also der, jetzt, wenn immer Drittelpause war, da mussten immer zwei hingehen, die sind in die Arme nehmen und wieder rüberfahren auf die andere Seite. Aber das ist Tatsache, das ist kein Witz. Aber der war halt körperlich relativ robust. Und von daher, und unsere Mannschaft war damals relativ gut. Wir haben bis ins Finale gespielt, haben wir dann auch gewonnen. Und da waren natürlich bei, wenn es so Schulsport ist und so weiter, waren natürlich dann außerhalb die ganzen Coaches von den jeweiligen Mannschaften in der Umgebung. Und haben sie mich halt angefragt, ob ich, da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu weit und so. Ich hatte ja auf dem Dorf gewohnt und da musste ich dann vom Dorf immer in die Großstadt fahren und dann trainieren und so weiter. Aber irgendwann mal hat er mich überredet und ich bin dann hingegangen und habe es bis heute nicht bereut. Und wenn ich so diese Geschichten von früher meinem Sohn immer erzähle, dann ist er immer fasziniert, weil da gab es immer, wir spielten zum Beispiel am Wochenende auswärts in Prag, kamen dann von Prag nach dem Spiel nach Hause um 1 oder 2 Uhr nachts. Aber um 1 oder 2 Uhr nachts, da ging kein Bus, da ging kein Zug, da ging gar nichts. Meine Eltern hatten kein Auto. Mhm. Mein Vater hatte ein Motorrad und der musste nächsten Tag wieder arbeiten. Mhm. Wir sind ja am den gleichen Abend immer dann zu Fuß mit der Eishockeytasche von der Stadt, wo ich gewohnt habe, ins Eisstadion oder zurück. Wie weit war das? Ungefähr 5 Kilometer, bist du ungefähr 3-4 Stunden gegangen. Und wenn es dann langweilig war, also waren ja keine Autos auf der Straße, haben mitten auf der Straße wieder Taschen ausgepackt, haben Eishockey gespielt. Ich muss ganz kurz. Aber das war es nicht. Wenn ich meinem Sohn erzähle, dann sagt er immer, das gibt es ja gar nicht. Das ist wirklich logisch. Und wenn dann wirklich ein Auto vorbeikam, also der hielt an, rausgegangen, hat mitgespielt. Ja, aber so war das früher. Unglaublich. Ja, also wenn ich ihm erzähle, sagt er, Dad, komm, jetzt erzähl keine Märchen, das gibt es ja gar nicht. Wann war Ihnen klar, dass Sie in der Sportart ein Ausnahmetalent sind? Ich glaube, so habe ich nicht gedacht. Das war nicht meine Denkweise. Meine Denkweise war immer, ich habe unglaublich gern Sport gemacht. Für mich war Fußball, Tennis oder Basketball oder was immer war, habe ich gerne gespielt und bin halt dann zum Eishockeysport gekommen, weil das mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dieser Sportart, die hat mich dermaßen fasziniert, dass ich alles, aber wirklich alles dafür getan habe. Und das habe ich auch versucht, meinen Kindern immer zu lernen. Sage ich, wenn ihr was machen wollt, dann macht ihr es richtig. Macht ihr es hundertprozentig, weil da kannst du was lernen. Und all die anderen, die mit dir was machen, die lernen auch was. Aber genau dieser Punkt, an dem Sie gesagt haben, ich gehe den Weg, ich werde Eishockey-Profi. Da muss doch irgendwas in Ihnen gesagt haben, okay, ich bin irgendwie besser als die anderen. Ich bin ein Ausnahmetalent. Und ich kann das schaffen? Oder hat sich das zufällig ergeben bei Ihnen? Nein, das hat sich, also ich meine, ich hatte ja damals all die Mannschaften durchgelaufen im Nachwuchs. Und die Trainer haben immer schon mal gesagt, das habe ich dann auch gemerkt, dass du immer bei wichtigen Situationen auf dem Eis warst, dass du das ein oder ein Tor mehr geschossen hast und so weiter. Aber ich hatte einen Trainer, der, weiß ich nicht mehr, der hieß František Vrkoč. Und das war ein furchtbar hässlicher, furchtbarer Trainer. Der hat mich gepiesackt. Jedes Training. Und erst 10, 15 Jahre später habe ich gemerkt, dass er eigentlich mit mir das Richtige gemacht hat, weil sonst hätte ich das alles nie so gelernt.
diesen Eintritt, diesen Zutritt, aufs Eis zu gehen, noch auch wenn du keine Chance hast, immer zu denken, du gewinnst heute. Wenn ich in die Ecke rein bin, ich komme mit der Scheibe raus und der Gegner nicht. Immer diese Situation, dass du halt wirklich, dass du, wenn du was betreibst, dass du es richtig machst. Und wenn du es richtig machst, musst du dich dafür unglaublich anstrengen und viele Dinge dann, ja, vielleicht hinten anstellen, die ich auch gerne gemacht hätte. Aber für mich war Eishockey immer das absolute Nonplusultra. Da mussten sogar auf die Frauen warten. Was hätten Sie gerne noch gemacht? Was ich noch gerne gemacht hätte? Weil Sie gerade sagen, es gab Dinge, die hätten Sie gerne gemacht, aber die konnten Sie nicht machen. Ja, zum Beispiel, was ich immer früher gerne gemacht habe, war also Radrennen. Das war immer mal, das mich immer fasziniert, was die Jungs da, die sitzen da 6 Stunden auf dem Rad und fahren da immer mit 50 Stundenkilometer. Das ist unglaublich. Da sind Sie zu groß für. Bitte? Da sind Sie zu groß. Da gibt es schon, weil ich bin ja, also nicht jedes Jahr, aber so alle 2, 3 Jahre bin ich bei der Tour de France und schaue ich mir das an, weil wenn wir nach Alpe d'Huez fahren, das ist, müssen Sie mal machen. Das sind Berge, die gehen so hoch. Da gehen manche Leute gar nicht mal zu Fuß rauf, weil sie es nicht schaffen. Und die fahren da hoch, also unglaublich. Das hätte Sie gereizt? Das hätte mich gereizt, ja. Was noch? Ja, was hat mich noch gereizt? Also Fußball natürlich. Und Golf ist eine Sache, die ich sehr gerne mache. Und da gibt es noch schon einige Sportarten. Aber das wären die ich ja so auch gerne gemacht hätte. Wie dankbar sind Sie diesem hässlichen Trainer heute? Immer noch sehr dankbar. Und ich bin immer noch mal 1, 2 Mal im Jahr in der Ortschaft, wo er wohnt, und besuche ihn, weil er mir sehr viel beigebracht hat und weil ich von ihm sehr viel gelernt habe. Stimmt es, dass all Ihre Kinder Eishockey gespielt haben oder spielen? Also die ehelichen Kinder schon. Bei den unehelichen weiß ich es nicht. Sie hatten also doch noch Zeit. Nein, doch. Also die Kirstin ist meine älteste Tochter, die hat Eishockey gespielt, jetzt nicht mehr. Die ist jetzt verheiratet, hat 2 Kinder, 2 Mädels. Der Kevin, der war früher Torwart, der ist jetzt auch schon über 35, der hat jetzt auch aufgehört. Und Tom, der spielt immer noch. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Wollten die Kinder oder mussten die Kinder Eishockey spielen? Nein, die Kinder, die mussten bei mir brav und anständig sein, aber die konnten machen, was sie wollten. Jetzt haben wir über den Tom gerade eben schon 2, 3 Mal gesprochen. Der spielt in der NHL. Das ist tatsächlich die wichtigste Liga, wenn wir auf Eishockey auf dieser Welt schauen. Wie ist das für Sie? Macht Sie das stolz? Also wenn ich jetzt mein Sakko nicht anhat und mein Hemd, würden Sie sehen, dass bitte Gänsehaut läuft. Also das ist, wenn man sich das muss man sehen, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich bin im Jahr 3, 4 Mal drüben und wenn man sich das vorstellt, wie die trainieren, was die Trainingscenter, was die an Betreuung haben, an Ärzten, an Physios, ein eigenes Flugzeug, einen eigenen Koch, was man sich vorstellen kann. Es gibt nichts, was die Jungs nicht haben und nicht bekommen. Aber von denen wird erwartet, 24 Stunden am Tag für den Club da zu sein und immer 100% Leistung zu bringen. Wie viel Teil haben Sie an diesem Erfolg Ihres Sohnes? Also haben Sie ihn trainiert? Nicht trainiert hat er immer, haben ihm immer seine Trainer. Aber Sie haben sich doch da nicht rausgehalten. Ich erlebe Sie ja hier. Eigentlich. Ich rutsche schon mal ein Stück zurück. wie lang ist Ihr Arm? Ja, eigentlich, da liegen Sie wirklich falsch. Wenn mein Sohn zu mir gekommen oder meine Kinder zu mir kommen und sagen, Dad, kannst du mit uns dies oder jenes? Und wenn der Tom gekommen ist, Dad, was muss ich machen, wie oder so? Dann bin ich mit ihm aufs Eis gegangen, habe ihm das gezeigt und habe gesagt, vielleicht machst du das einmal so oder probierst mal diesen Trick oder mal schießt er mal so oder probierst dies oder jenes. Und warum hast du immer so scharf geschossen? Ja, sag ich, wir haben keine so gute Schläger gehabt, aber ich habe zu Hause, da wo wir gewohnt haben, da war eine freie Fläche im Garten und da war eine Gummimatte und vorne war ein Tor. Und da habe ich jeden Tag ungefähr 200, 300, 400, 500 Mal geschossen aufs Tor. Das einzige Problem war, dass vorne, wo das Tor war, war die Straße. Da habe ich ab und zu mal einen Fahrradfahrer runtergeschossen oder was.
Der hat sie wahrscheinlich angesehen. Aber das war nicht so schlimm dann. Wie war das jetzt für Ihren Sohn, für Tom, der in der NHL spielt? Wie war das für ihn, nicht dabei sein zu dürfen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang? Also ich war im Vorfeld, war ich drüben bei ihm über Weihnachten. Es gab keine Freigabe. Ja, und der Club oder das Management in der NHL hat den Jungs gesagt, also sie unterbrechen die Liga nicht. Und die sind Angestellte in dem Club, die sind Profis, die müssen das so nehmen. Und es ist mit jedem mit Sicherheit sehr schwer gefallen, weil in Pittsburgh spielen ja nicht nur Ami oder Kanadier, es sind auch Schweden, Finnen, Deutsche. Und die wären mit Sicherheit gerne zur Olympiade gefahren. Aber der Club ist ihr Arbeitgeber und hat das Recht dazu. Und das muss jeder eben so nehmen und vielleicht darauf hoffen, dass die nächsten Olympischen Spiele nochmal kommen und dann, dass man sich vielleicht im Vorfeld dann einigt, dass wirklich auch die Profis spielen dürfen. Denn das, wenn die gespielt hätten, wäre natürlich für das Turnier nochmal ganz, ganz toll gewesen. Weil wenn da die absolut Besten spielen, wie es ja schon oft der Fall war, das ist einfach wirklich, das ist ja einfach einzigartig. Deswegen spielen auch die besten Spieler da drüben. Und das, wenn Sie das sehen, das ist unglaublich. Sie engagieren sich sehr stark für den Nachwuchs. Beispielsweise auch mit einer Stiftung. Wie sieht das konkret aus bei Ihnen? Also ich weiß selber, wie es in jungen Jahren abgelaufen ist. Und von daher weiß ich es, dass es damals schon schwierig war und in heutigen Zeiten noch viel schwieriger ist. Mhm. Weil die Zeit ist ein riesiger Faktor, das Geld ist ein großer Faktor. Und wer hat Zeit und wer hat Geld? Niemand. Und das kommt den Jungs, also irgendwo haben die da immer große Schwierigkeiten. Das habe ich damals gesagt, 2001. Ich meine, vielleicht kannst du den jungen Spielern helfen. Wir tragen jedes Jahr Veranstaltungen, Golfturniere, Sponsorenabende und nehmen so ungefähr in einer Saison immer so zwischen 400.000 und 500.000 Euro ein. Und dieses Geld investieren wir immer in junge Spieler. Wir arbeiten mit dem Deutschen Eishockeybund, mit dem Landesverband zusammen oder auch mit den Trainern. Und wenn die Trainer uns sagen, da spielt der und der und der Spieler, der hat jetzt nicht so ganz so tolle Unterstützung und so weiter, der bräuchte mal ein paar Schlittschuhe und so weiter und dann helfen wir oder Trainingslager. Und angefangen hat es eigentlich damit, dass ein Spieler da war, der hat damals im Westen gespielt. Und der Kollege von mir, der hat damals angerufen und sagte, du kannst nicht einmal hochkommen zum Spiel anschauen. Sag ich, warum? Freilich gerne. Also bei uns spielt einer mit, der hat so ein Talent und der ist wirklich so gut. Also gut, da bin ich hochgefahren, dann hat der war wirklich eine Ausnahme, gell? Und dann sagt er, jetzt muss er was erzählen, das glaubst du nicht. Der war von zu Hause her, die waren 5 Kinder, mhm. Vater ist gestorben, die Mutter alleinerziehend und der Junge, der war damals in der puberalen Phase, so zwischen 13, 14, 15 Jahren. Und er hat in diesem Zeitraum, weil er seinen Sport, den eisigen Sport, so geliebt hat, hat er mit den Schlittschuhen gespielt, die er mit 12 Jahren bekommen hat. Und wenn man weiß, wie die Füße wachsen und so weiter. Also diese ganze Saison hat er gespielt, wahrscheinlich nicht so, sondern so. Aber er hat den Sport so geliebt, er hat auch nichts gesagt. Weil seine Mutter konnte ihm keine kaufen. Weil die hatten kein Geld dafür. Was wurde aus dem? Der ist auch... Der hat damals auch also in Nordrhein-Westfalen gespielt, im Landesverband, hat auch dann auch mal in der Auswahl gespielt. Also der hat damals auch in der damaligen Bundesliga gespielt. Und so fing das damals an, aber ich dachte, da gibt es mit Sicherheit in ganz Deutschland viele und die gibt es viele. Weil der Eishockeysport ist ein wunderschöner Sport, aber er ist halt unglaublich teuer. Eishockeysport ist ein schöner Sport, ist ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende des dritten Drittels. Ich hatte sehr viel Spaß, ich lebe noch. Hast Glück gehabt. Erich Künhackl, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön an Sie. Und vielen Dank an Sie. Haben Sie noch einen schönen Abend. Ich brauche unbedingt noch eine Unterschrift von Ihnen, Herr Künhackl. Vielen Dank. Thank you.
mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.